etwas arbeiten können. Wenn wir arbeiten. Die Kälber am Köhen. Schönes Bild. Jetzt habe ich Zeit zum Filmen. Ne? Ja, das hat das Buch auch rund gemacht. Das zwei auf eins. So, zwei Tannen gefällt. Mein Vater hat gesagt, und die da mussten wir anhängen mit der Seilwinde. Und die ist von selber gefallen. Ja. Und ich bin, wie gesagt, ja noch nicht ganz sicher. Ich trage da noch eine Krücke mit. Darum habe ich nur Seilwindenbedienung gemacht. Nur kurz, nur eine Tanne. Ein bisschen Stroh hinuntergelassen in die Abkalbebox. Und das lieben sie meistens, jetzt ist es schon durch. Und dann da frisch. Dann stehen sie drunter. Ja, genau. Ja, heute Samstagabend, nicht schönes Wetter, Regen und Wind. Und nächste Woche will es Schnee und kalt. Ja, was machen wir da? Mit dem Bagger im Kuhstall. Ja, wir haben da einen motivierten Betriebshelfer, der hat uns den Rat gegeben, die Boxen. Das Problem ist, das haben wir dazu mal einige schon prophezeit. Unten hat man viel zu viel Kalk in die Boxen gestreut. Dieses Rezept war einfach zu kalkhaltig, darum ist das wie Beton hier. Ihr seht es, ich kann da. Diese Boxen sind wie Beton geworden. Und jetzt wird das alles aufgebackert, gerührt, der Kalk weggekratzt und dann mit Stroh wieder vermischt. Und wahrscheinlich werden wir dann noch einmal Mist von der Liegeboxe rauf tun, damit sie auch ein bisschen höher werden. Das ist etwas, was mich auch schon länger ein bisschen stört, dass ich die Höhe von den Boxen nicht erreiche. Einfach, sie geht immer tief hinunter. Und damit sie auch noch weicher werden, ja. Darum wird da jede Box, jetzt sind noch diese vier und dort noch drei und dann sind wir fertig. Und jede wurde mit dem Bagger aufgekratzte.
gesagt, ihr könnt da sehen, das ist wie Beton fast. So. Steigen da fast in den Backen. Sie warten, dass sie wieder melken können. Im Moment noch, wird noch der Tank gereinigt. Aber eine könnte jetzt schon kommen. Es öffne ich da, dann kann eine kommen. Und dann muss zuerst der Tank noch angehängt werden, damit dann die nächste melken kann. Ne? So, ja, das war wieder mal ein kurzes Video von den letzten 14 Tagen, wahrscheinlich seit ich vom Spital nach Hause bin. Und es sind schon 3 Wochen. Ja, sind schon mehr als, ja, egal. Aber die letzten 14 Tage habe ich, vor 14 Tagen habe ich das letzte Video hochgeladen. Und war sogar nur einmal egal. Ja. Gut, die Boxen, nur so zum Sagen, die haben sie jetzt gut angenommen. Und noch ein kleines oder Detail ist die Frage, was noch zu machen wäre, wäre das Nackenrohr wollen wir noch ein bisschen verschieben. Mal schauen, ja, diese Dinge sind, diese Distanz ist ein bisschen zu kurz. Und sonst bin ich noch ein bisschen im Büro. Heute haben wir noch Massauswertung gemacht oder bekommen, besprochen so, bei den Schweinen. Ja, gut ist anders. Auf jeden Fall sind es noch schwarze Zahlen. He? Aber wenn man, ja, es ist einfach der Deckungsbeitrag, wie soll ich sagen. Ertrag, weniger Futter, weniger Ferkel, einfache Rechnung wird da gemacht. Und ja, bleibt noch was übrig. Oder übrig. Übrig, nein, übrig. Aber ich habe jetzt vom ganzen letzten Jahr nur eine Auswertung gemacht im Jahr. Ja. Aber hätte es fast schlimmer erwartet. Schauen wir, was das Jahr bringt. Die Jager sind ein bisschen gestiegen. Diese Woche ist, hoffe ich, dass irgendwann mal die Schlachtschweine auch wieder ein bisschen hochgehen. Aber das wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, denke ich. Ja. Und was gibt es noch zu sagen? Mir geht es eigentlich besser, ich sehe, ich habe im Moment gerade keine Stöcke, aber meistens bin ich noch mit einem Stock unterwegs. Damit ich da nicht allzu fest wackele beim Laufen. Aber es geht mir gut, bin zufrieden. Geht mit grossen Schritten voran, mit der Verbesserung. Ja, darum Fazit grundsätzlich Ende dieses Video. Daumen nach oben. Aber ja, war jetzt schon ein bisschen eine spezielle Zeit, sage ich mal. Und meine Frau muss immer noch ordentlich reinliegen. Und der Betriebshelfer kommt auch noch Mischung machen. Und wie gesagt, so unsere Projekte. Und mit Klauen hilft er mir noch, da bin ich auch noch sehr froh. Ja, Sachen, die man jetzt gerade ein bisschen angehen kann, wenn man schon Hilfe hat. Ja. Gut, so, wie gesagt, ist nicht so ein Top-Video, es ist so ein paar Ausschnitte, gut, aber ich danke trotzdem fürs Zuschauen, Daumen hoch, wenn es gefällt, abonnieren sowieso, und ja, bis zum nächsten Video, ich hoffe, ihr seid auch gesund und macht's gut, tschüss zusammen.
Ah, und übrigens noch vielen, 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 vielen Dank für alle die, die Glückwünsche und Besserungswünsche und so. Das hat etwas gebracht, unter anderem. Ja, es hat mich gefreut, dass so viele Kommentare da reingeflogen sind. Vielen Dank.